Vorsprechen ohne Video, Klammer auf, Neipe, Klammer zu, Punkt. Im Jahre 2017 löste der Überbestand der Füchse im Rachau und Kleingraben eine regelrechte Einwanderungswelle von Jägern aus. Alle strömten sie in die Rachau, um einen gewaltigen Fuchs zu erlegen. Zu dieser Zeit wurde Abahachi, der Häuptling der Apachen, an einer Landstraße von einem weißen Mitterbachler namens Ranger das Leben gerettet. Hey du, Obacht! Nun fordert der Brauch der Apachen von den beiden die Blutsbrüderschaft. Sie hatten keine Wahl, aber Hachi und Ranger taten das, was die Tradition von ihnen verlangte. Tja, dann ist das passiert, was in der Rache halt passiert, wenn man sagt, dass man auf ein Getränk geht. Auf gut Deutsch, sei es an abgesoffen. Hast du das gehört? Da hat einer einen Ball in seine edelsten Teile gekriegt. Quasi ein Edelstein. Aber wie kommen wir da her? Und wer hat uns so deppert gefesselt? Das ist schon schonen. Du, Abahachi, um was geht's da jetzt eigentlich bei der Landjugend? Da, wenn ich das noch so genau weiß, aber jetzt gerade vorher das Fußballspielen hat mich an Sport und Gesellschaft erinnert. Weil da haben wir immer Fußball gespielt, Völkerball gespielt und viel gelaufen sind wir. Wie kommen wir drauf, was noch so im Landjugendjahr passiert? Lass dich überraschen. Hab ich einen Leitzen. Da, wer war denn das eigentlich? Ist ja wohl, wir gehen einfach. Super gemacht. Was war das jetzt gut, dass ich das befreit habe? Schauen wir mal, was die Burschen da so anstellen. Warte mal, da passt jetzt irgendwas nicht. Koptik, hau hin in Radio Steiermark. Wird gemacht. Du, wo reiten wir jetzt überhaupt hin? Blutsporer muss jetzt sehr stark sein. Aber Hachi, mein Bruder! Du, ich nicht, da hast du einen Teil von der Listen, was wir über das Landjugendjahr so gemacht haben. Jetzt ich habe in meinem Teil noch was dem der Gemeindebildung gehabt. Voila! Und damals, was der immer beim Redebeitrag mitgemacht, das weißt du noch gar. Aber irgendwie haben mich die Leute immer so komisch angeschaut und gemacht, habe ich auch nicht was. War Arsch! Weißt du, wer die auch noch zwei Teile hat? Den hat der Griechen die Asche.
So reiterst du nach Tiefenbach rein zum Griechen und ja. Ich in die Kleinen zur Uschi. Ja, passt. Helas! Aber Hachi! Yes, und grüß dich, Dimitri. Du, Dimitri. Warum hast du in Teufelra Karten? Was wir was laut in der Woche, was wir mal in der Feier nochmal geben. Schreibst du bitte die Karte, Schatz? Aber Hachi und Dimitri hatten es ziemlich eilig und so machten sie sich schleunigst auf den Weg. Ich hatte einen Traum, dass ich bin ein richtiger Bauergruf mit einem richtigen Traktor und einem richtigen Wagen, dass ich bekomme viel Förderung für die Wahl. Grüß dich, du bist ja der Ranger, oder? Du alte Sackratten. Ja, aber da eine gewisse Uschi. Oh ja. Aber wunderschöne Glocken. Danke, die habe ich von meiner Oma gekriegt. Du Uschi, hast du noch den Teil von der Karte? Muss man was lang mit dir machen? Ja, sicher. Willst du mal kurz? Du siehst ja den Mond da und der erinnert mich irgendwie an die Lichtershow vom Steirer Ball. Ja, das war ein geiler Ball. Da fällt mir was ein. Klangst du in meine hintere Hosentasche rein? Ja, hast du etwa? Ja. Steirer Ball. Check! Hörst du das? Er ist ja unser Wirt da! Okay, jetzt einmal zum Wichtigen. Wo gehen wir heute fort? Ja, Rainer mag ich heute nicht. Du mag ich auch nicht wirklich heute. Und am Ende ist immer so viel los. Hab's recht. Am besten, wir fahren zum Maxi heim. Und richten uns da einfach eine gute Jausen. Da ist ein guter Plan. Bin ja. Ich dabei. Okay. Die Moral von der Geschichte, am zweiten Teil, den gibt es nicht. You're my angel. You're the only sunshine in my life. Feels like heaven when you take me in your arms. In your arms. You're my angel. Warte mal. Koptik, wir haben die Outtakes vergessen. Alter, fuck, scheiße. Okay, kommen wir gleich. Hast du das gehört? Da hat ein Mann an Bäuerzeit. Hast du das gehört? Da hat jemand einen Ball in die Weiche eingedrückt. You're my angel. You're